Moin Moin, Leibelü, hier die Nachrichten und unsere Region. Ich bin Tommy Kuhlmann, Lohne. Taun Freustück, also St. Gertrud, den Utsichtsturm und das Rathaus. Die neue Lohner Tassen mag Geschmack auf die Stadt Lohne. Die könnt ihr im Rathaus, im Industriemuseum und utgewählten Geschäften kopen. Kloppenburg. Kloppenburg dreht am Rad. Am Sonntag, den 30. März, dreht alles ums Rad in der Stadt. Und von Dattein bis 18 Uhr könnt ihr dort die Geschäfte bummeln. Stoppelfeld. Weil die psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen Tau nehmt, hebt sich Heil- und Sozialpädagogin und Niedersachsen Tau eine Fachtagung in der Katholischen Akademie Stoppelfeld droppen. Eine Arbeitsgemeinschaft an der Caritas-Inrichtung hat auch für Innenlohn. Olmbach. Der Landesverband Olmbach von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland lohnt Jau in Tau ein Frauenfrühstück Tau das Thema Diakonat von der Frau. Am 29. März um 9 Uhr datig. Das Frühstück ist im Gemeindesaal St. Stephanus in den Windhorststraßen 38. Fechten. Christa Wassenberg und Maria Ruprecht sind die neuen Sprecherinnen von das Leitungsteam von Landesverband Olmbach der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland. Ob ihrer Landesversammlung sind sie in Fechter gewählt worden. Kloppenburg. Das St. Josef Hospital hat den Facharzt für Orthopädie und Chirurgie Dr. Harald Kuhn für eine zukünftige Zusammenarbeit gewonnen. Ab dem 1. April wird er ein OP-Dach im Kloppenburger Krankenhaus an. Fechte. Die Universität Fechte hat mit der Universidad Complutense de Madrid ein Kooperationsabkommen abschlossen. Die Fechter Studenten können nun an der Universität in Madrid studieren. Kloppenburg, Olmbach, Lamon, Stenkfeld. Am 1. August wechselt die bisherige Pastoralassistentin Cornelia Schomacher in die Kloppenburger Pfarrei St. Andreas. Auch der erfahrene Pastoralreferent Manfred Quartmann kommt am 1. September nach Kloppenburg. Dinklage. In Gedenken an den seligen Kardinal van Gorlen will der BDKJ und die Kirchengemeinde St. Katharina Dinklage auch in diesem Jahr ein Zeichen setzen für Toleranz und Menschenwürde. Unter dem Motto „Für die Würde des Menschen“ findet deshalb am 20. März um 19 Uhr die Aktion Lichtzeichen statt in der Begegnungsstätte Dinklage. So, Leibelü, dann würden die Nachrichten holt ihr was. Zwei Jahre habe ich an diesen Moment gedacht. Er hat mich verraten. In unserer Welt lässt man niemanden zurück. Er ließ ihn im Stich. Und das kann ich ihm nicht vergeben. Das ist mein Mann. Joti, cool, dass du zurück bist. Jungs, was geht? Dich vermisst, Bruder. Das müssen wir feiern. Rufen wir ein paar Girls an. Kennst du welche? Hübsche? Wie deine Mutter? Oh. Was denkst du, Tobi? Bringen wir ihn in den Knast. Es ist Zeit, ihn dafür bezahlen zu lassen. Aber zuerst brauchen wir einen schnellen Wagen. Seid ihr bereit? Wir ziehen das durch. Rennen fahren ist eine Kunst. Aber Rennfahren mit Leidenschaft, das ist hohe Kunst. Und ich denke, es ist Toby Marshall, der den Streitwagen der Götter fährt. Ich gebe demjenigen 6 Millionen Dollar, der ihn aufhält. Wir klären das hinterm Lenkrad. Sich Liebe, Rache und Motoröl vereinen. Gegen dich liegt in 10 Bundesstaaten ein Haftbefehl vor.
Vielleicht sollten wir den Plan überdenken. Mich hält niemand auf. Ankoppeln! Du hast sie doch nicht mehr alle. Ich stehe drauf. Nach dem mit 29-26 gewonnenen Auswärtsspiel gegen Hode Falkenburg, der Nummer 2 der Tabelle, kam am Samstag der Nummer 3 der Tabelle zum Besuch in Vechta, HTSV Habenhausen. Der Differenz ist 5 Punkte. Das ist eigentlich zu viel, aber wenn man noch was will, die Hoffnung stirbt zuletzt. HTSV Habenhausen startete gut in diesem Spiel und geht hier schon mit 1-0 in Führung. Torschütze war Christine Köster, die sichtbar den Auftrag bekommen hatte, es Ella Haskamp so schwierig wie möglich zu machen. Am Anfang lief es nicht bei SFN Vechta. Wahrscheinlich die Konzentration. Denn vorige Woche hatte man gepickt zum Vorentscheidungsspiel in Skanderkesee gegen Hode Falkenburg. Und dann wieder zurückzukehren im Alltag ist schwierig. Über Konzentration gesprochen, Tina Schwarz vergibt ein 7 Meter. Und dann einen typischen SFN-Umschaltung. Ella Haskamp auch zum Rücken von Christine Köster und es steht 1-1. Aber es hat mehr als 3 Minuten gedauert. 7 Meter in Saklün, die wieder zurück ist nach einem Kreuzbänderriss. Sie verwandelt zum 2-1 Führung für Habenhausen und geht wieder zurück auf den Bank. Bei SFN lief es noch nicht so, wie hier zu sehen ist. Aber wenn Habenhausen den Ball vorne verliert und die Tür offen stellt, dann ist da die Umschaltung und der Ausgleich durch Lisa Niedfeld. Gut gespielt, Dina Schwarz. Zum 3-3. Schöner Angriff Habenhausen. Und es ist Julia Maas zum 4-3. Das letzte Mal, dass Habenhausen in diesem Spiel in Führung geht. Lisa Niedfeld zum 4-4. Danach wird der SFR nur noch führen. Tina Schwarz zum 5-4. Gut gespielt, aber Christine Köster scheitert an Annika Wöben. Und dann wieder die Umschaltung. Ella Haskamp. Ball kommt noch gut bei Tina Schwarz. 2 Tore Vorsprung, 6-4. Guter Schuss Lisa Niedfeld, 7-5. Und auch ein typischer Spielzug von SFN, die fast immer gelingt. Stephanie Nolting zum 9-5. Es steht jetzt 11-7. Und schön gemacht. Julia Maas 11-8. Hier sehen wir gut, wie Christine Köster Ella Haskamp beschattet. Aber eine Stärke von SFN ist, dass fast jede Tore schießen kann. So wie hier Johanna Allen zum 12-8. Wieder teurer Ballverlust Habenhausen und SFN kann wieder kontern.
Dina Schwarz zum 13:8. Johanna Helms, Dina Schwarz, 14:8, erschien, die Vorentscheidung fällt noch in der ersten Halbzeit, aber es war nicht so. Olaf Dunkelbeck fordert ein Auszeit an, denn die letzten 5 Minuten ist SFN wieder konzentrationslos. Es steht 17:14 Uhr und hier das 17:15. Doch das letzte Wort hat SFN Wächter, Dina Schwarz, Pausestand 18:15. SFN hat in der zweiten Halbzeit einen besseren Start, Lisa Niedwell zum 19:15. In Saklön ist wieder von der Bank gekommen, 7 Meter und verwandelt. 19:16 und SFN in Unterzahl. Aber auch im Unterzahl trifft man Nele Börmann. Zum 20:16. Doch das Spiel ist in dieser Phase noch nicht entschieden. Gut gemacht, Dörte Karkowski, 20:17. SFN erobert sich den Ball wieder und geht ab wie ein Schnellzug. Und das 22:17. Nele Börmann und das in Unterzahl. Da gehen sie wieder. Ella Haskamp, ihr Schatte. Christine Köster sitzt auf der Bank. Lisa Niedfeld. 24:19. Wir machen einen kleinen Sprung. Es steht jetzt 27:22 für Wächter. Maike Debel zum 28:22. Die Vorentscheidung ist gefallen. Schöner, schneller Angriff. Und Nele Börmann 30:23. Und wieder eine schnelle Fortsetzung. Tabea Reck 31:23. Und SFN läuft immer weiter davon. Das Spiel ist entschieden. Dina Schwarz 32:24. Es steht jetzt 34:27. Noch keine 10 Minuten mehr zu spielen. Und da ist das 35. Tor von SFN, Dina Schwarz. Angriff fängt wieder an bei Annika Böben. Und endet bei Tabea Reck, 36:27. Indessen führt SFN mit 10 Tore Vorsprung und jetzt im Tor ein 16-jähriges Mädchen. Die B-Juniorin Rika Kühling, sie sitzt als zweite Torwart auf der Bank, denn Lisa Lünenbrink ist heute nicht dabei. Eine schöne Geste von Olaf Dunkelbeck, um Rika Kühling die letzten Minuten in Tor zu stellen. Und sie hält auch noch Tor, schade. Ein Freiwurf. Aber sie freut sich sichtbar. Die in der vergangenen Woche erst 16 Jahre gewordene Torhüterin Rika Kühling hat Talent. Das zeigt sie. Hier hält sie klasse. Und sie passt sich dem Spiel an. Schnell den Ball nach vorne. Das Spiel ist gelaufen. Lisa Niedfeld, nächstes Tor. Zum 41:30. Am Ende gewinnt der SFN Wächter das Spiel mit 41:32. Gegen der Nummer 3 ATSV Habenhausen. Spielt auch gut diese Mannschaft. Aber der SFN Wächter ist diesem Jahr ein Überflieger in der Oberliga Nordsee der Damen. SFN Wächter macht gute Geschäfte, liegt noch immer
auf Platz 1, 3 Punkte vorauf, Rude Falkenburg. Die Sektflaschen können so langsam kaltgestellt werden. Es sind noch ein paar schwere Spiele, Mühlen aus, Dinklage zu Hause. Aber eigentlich kann nichts mehr schief gehen, denn diese Mannschaft ist beständig. Das war es, bis zum nächsten Mal. Tschüss.